Da sind wir dabei. Das ist prima. Liebe Freunde, die neue Freundin von Julienko. Sie ist uns allen ein Begriff. Tanja. Sie hat eine Story gemacht, in der sie sehr explizit auch über das Thema redet. Wie ist es jetzt, reich zu sein? Bezahlt Julian alles für dich? Und so weiter und so fort. Und die Story interessiert mich tatsächlich sehr. Deshalb haben wir hier ein Screen Recording gemacht. Liebe Freunde, schauen gemeinsam rein. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Egal ob live im Chat oder auf YouTube, wir gehen rein ins Video. Ich würde mir wünschen, dass ihr euch erstmal zurücklehnt, es euch gemütlich macht, euch was Leckeres zu trinken holt oder was Leckeres zu essen holt. Das wäre natürlich vorteilhaft. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo wir reingehen können, liebe Freunde. Let's go. So, diese Frage beantworte ich auf jeden Fall, weil ihr auch gerne dazu wundervolle Beleidigungen schreibt. Oha. Also, es ist Beleidigung. Total realistisch, dass ich beim Julian nicht mithalten kann. Es ist, da, also das kann sich natürlich auch jeder denken. Habe ich es schon mal gesehen? Und hätte auch nie zum Beispiel solche Urlaube oder so bezahlen können. Aber ich versuche, bei dem, was ich zahlen kann, zu zahlen oder die Einkäufe zum Beispiel. Und nicht, dass er das wollen würde, aber das ist das, wie ich versuche, irgendwie, ich denke, dass ich mich nicht revanchieren kann, aber ich habe schon auch mit Julians Hilfe viel zusammengespart. Er ist ja unfassbar intelligent, vor allem was so Zahlen angeht und Geld und so weiter. Er kann ja unglaublich damit umgehen. Und, oh Moment, ich mache eine zweite Story. Ich bin, was das angeht, auch, ich mag das Thema halt auch nicht, aber ich versuche immer das, ich habe natürlich auch zum Beispiel anders eingekauft und so. Das ist halt einfach so, weil wenn du vorher einen anderen und einen normalen Job hattest, kaufst du auch anders ein. Ich habe auch vorher nie für zwei Kinder oder für eine ganze Familie eingekauft und so weiter. Aber ich versuche das irgendwie damit so ein bisschen, ja, ich glaube, dass ich... Ich finde es richtig süß, wie sie sich mäßig rausredet oder wie sie sich rechtfertigen will. Weil es ist ein sehr schwieriges Thema. Es ist bestimmt auch ein sehr unangenehmes Thema, wenn du dich in jemanden sehr Reichen verliebst. In jemanden sehr bekannten Reichen verliebst. Und dann die Personen halt alle davon ausgehen, dass du halt eine Spielerfrau bist. Beziehungsweise eine Golddiggerin. Ich glaube, ich würde mich mehr oder weniger, ich würde genauso versuchen, mich rechtfertigen, um zu zeigen, ey, ich bin nicht nach dem Geld aus. Andererseits gehe ich auch davon aus, dass sie sich jetzt nicht gerade großartig dran stört, also dass trotzdem sie auch Gefallen dran hat, ein Leben zu führen, in dem mit etwas mehr Wohlhaben, Wohlreicht war. Ihr wisst, was ich meine. Irgendwie das an das rankomme, was er immer alles zahlt und das, damit mache ich mich wahrscheinlich auch super angreifbar, wie immer. Aber... ja, ich versuche halt zum Beispiel, wenn wir essen gehen oder so, dass ich diese kleinen Summen, die dann halt da entstehen oder Einkäufe oder, ja, ich weiß nicht, die Sachen von DM oder sowas halt alles zum Beispiel. Es ist kein Geheimnis, dass ich da nicht rankomme. Ich habe ganz anders gelebt und ja, wie gesagt, ich versuche mitzuhalten und mittlerweile schaffe ich das, glaube ich, ganz gut. Aber zum Beispiel habe ich natürlich auch nie davon geträumt, also ich habe natürlich davon geträumt, auf die Malediven zu fliegen und da Urlaub zu machen. Aber das ist, ihr wisst es selber, das sind unglaubliche Summen und das ist ein Traum, da irgendwie hinfliegen zu können. Okay, wie lange kann man eine Frage beantworten? Oha, chill. Oder zu dürfen. Aber jetzt werde ich langsam sauer. Unfassbar, vor allem dieses Hotel da und... ja, es ist natürlich unangenehm, aber da muss ich natürlich auch ehrlich sein. Also warum sollte ich da lügen? Ja, aber mittlerweile bin ich ganz gut dabei. Dank Julian halt natürlich, ne? Also der und auch das, wie ich spare und so, das hätte ich halt damals nie gedacht, dass man so sparen kann und vor allem auch so viel. Das ist, was ich noch sagen wollte. Also es ist ja nicht nur, dass er das mit den Finanzen so kann. Der regelt halt wirklich alles. Also wenn irgendjemand was braucht oder zum Beispiel auch so dieses ganze so Instagram-Game und so. Der ist wirklich, und vielleicht merkt man das nicht oder sieht man das nicht, aber der ist halt wirklich, der findet für alles Lösungen. Der weiß genau, wie alles läuft, wie super man was machen muss. Und es ist, ja, keine Ahnung. Also es gibt eigentlich nichts, was er nicht kann. Und ja,
Das mit dem Sparen, das muss er ja eigentlich mal irgendwie in so einem, vielleicht in seinem Podcast oder so sagen, wie man das am besten machen kann und wie man was zur Seite legen kann, worein man investiert. Jetzt habe ich gespuckt, sorry. Das ist voll süß. Ich finde richtig gerade, man merkt richtig, wie süß sie hinter ihm steht. So. Also man muss dazu sagen, was ich so gelernt habe, weil ich bin nicht so der Spartyp vom Ding her. Umso mehr Geld du verdienst, umso einfacher ist es auch, Geld auf die Seite zu legen. Eigentlich. Sobald du alles im Überblick hast, finde ich. Es ist schwieriger, 1.000 Euro im Monat zu verdienen und 100 Euro auf die Seite zu legen, anstatt 10.000 Euro im Monat zu verdienen und 1.000 Euro auf die Seite zu legen. Das ist dann, also je nachdem, wie du deinen Lebensstil anpasst, aber eigentlich ist es einfacher, 10.000 zu verdienen und 1.000 Euro auf die Seite zu legen, anstatt 1.000 und 100 Euro, weil du, wenn du diese 1.000 Euro verdienst, mehr abhängig bist von den 100 Euro, weil das noch zu nah ist an normalen Fixkosten wie Miete, Wohnung, bla 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 bla. Es gibt aber auch viele, die verdienen dann 10.000 Euro und holen sich da eine Wohnung für 3, ein Auto für 2, gehen essen für 2,5 und gehen auch feiern für 2 und können sich dann auch nichts auf die Seite legen. Deshalb, ich finde es gerade richtig cute irgendwie, wie sie so sagt, dass Julian so ein guter Sparer ist und so voll viel Ahnung hat und so. Man merkt schon, dass sie da, was das angeht, voll hinter dem steht und dass sie da so das bewundert. Gut, ich habe mich vorher nicht damit befasst, aber ja, ich finde es halt einfach unglaublich. Also, das habe ich schon mal beantwortet. Kindergarten. Dann war mein Nebenjob, habe ich kleine Kinder trainiert beim Schwimmen. Und ich hatte noch wirklich ganz viele Nebenjobs. Also ich habe auch, glaube ich, gestern war zum Beispiel Nadine da und dann habe ich dir von irgendeinem Job erzählt und die so, mein Gott, was hast du alles gemacht? Ich habe wirklich jeden Nebenjob mitgenommen, den ich konnte und das, ich glaube, das kennen wir alle irgendwie, ne? Also, ja, man braucht halt in der heutigen Zeit mindestens 2 Jobs, so furchtbar das auch klingt. Ja, also es ist halt dann auch so, dass ich zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Sachen sehe oder auch in der Stadt bin, also es ist ja nicht nur für mich so, sondern zum Beispiel auch für den Juli oder so, dann kaufe ich die. Ich denke mir dann immer so, boah, das sieht so cool aus. Und wisst ihr was? Das ist mein Hobby. Ich glaube, viele von euch können das nicht verstehen. Meine Schwester... Schwierig. Also Kaufsucht und Hobby ist ein sehr großes Unterschied. Ein sehr großer... ist ein Unterschied, auf jeden Fall. Ich weiß, sie hat jetzt nicht zwingend von Kaufsucht geredet, aber viele Leute, die Kaufsucht haben, verargumentieren das dann so ein bisschen. Das Wort verargumentieren gibt es nicht, ne? Das hat mir mal irgendjemand gesagt. Argumentieren dann damit, dass es denen halt Spaß macht, einkaufen gehen und so weiter und so fort. Und das ist ein bisschen Quatsch, weil sich Dinge kaufen oder sich Dinge zu leisten, das sprüht immer so Glückshormone in uns aus vom Ding her. Die Frage ist da auch ein bisschen, wie sehr lässt du dich verleiten? Also ein Mensch von sich aus würde Louis Vuitton oder Dior oder Prada gar nicht so toll finden, wenn nicht die Leute um einen herum das toll finden würden. Also wenn wir jetzt allein auf die Welt kommen, alleine, und da ist ein H&M, aber auch ein Louis Vuitton Laden, dann ist es wirklich eine große 50-50 Chance, dass man sagt, mein Geschmack sagt, H&M geht's mir aus, weil ich gehe da rein, oder ja, Louis Vuitton sieht auch cool aus, ich kann da gucken. Aber dadurch, dass wir uns so sehr beeinflussen lassen und wissen, dass wenn man so Sachen davon hat, dass es so ein bisschen auch ein Zeichen für Reichtum ist oder dass Leute sich damit auch profilieren, dadurch lässt man sich viel mehr dazu anleiten. Ich habe das selber gemerkt, als ich eine Zeit lang viel mit Leuten gechillt habe, die sehr, sehr viel Wert darauf gelegt haben, einfach, dass jedes Kleidungsstück ein sehr besonderes Kleidungsstück ist, ein sehr teures Kleidungsstück. Umso teurer, umso besser. Dass ich dann auch angefangen habe, mich so in diesem Segment umzuschauen. Da habe ich da Geld für ausgegeben, habe die Sachen getragen. Hab so gemerkt, ja, okay. Ein T-Shirt, wo Balenciaga draufsteht, was 400 Euro kostet. Ist es das wirklich? Ist es das? Und ja, keine Ahnung, hat ein halbes Jahr oder Jahr angehalten. Und inzwischen bin ich auf jeden Fall an den Punkt angekommen, wo ich irgendwelche Hemden trage oder Sachen, keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich gucke voll auf meinen Geldbeutel, wenn ich shoppen gehe, aber ich shoppe wirklich nur noch nach Gefallen. Und da merke ich selber auch, wenn ich mit meinem Kumpel unterwegs bin und der überredet mich mäßig, ey, das Teil steht dir so gut, mir gefällt es eigentlich nicht, aber der sagt, Digga, vertrau mir, das steht dir gut, dass ich es dann kaufe, weil mir seine Meinung wichtig ist, weil ich mir denke, okay, ich vertraue ihm jetzt, das steht mir gut. Und genauso ist das auch bei solchen Menschen, die dann
mit Menschen unterwegs sind, die halt nur teure Sachen tragen. Schwieriges Thema. Aber ich glaube, Klamotten ist nicht alles. Also ich habe mich noch nie in eine Person verliebt, weil ich mir dachte, Balenciaga, Dior, oh, diese Dior-Tasche, die sie hat, die ist so schön. Jetzt habe ich sie im Auge. So, wisst ihr, wie ich meine? Noch nie. Ich habe noch nie jemandem auf die Schuhe geguckt und gesagt, fuck, die hätte ich auch gern gehabt. Ich muss mit der Person reden. So, wisst ihr, wie ich meine? Noch nie. Meine älteste Schwester, Julia, hat es nämlich auch. Ich glaube, sogar extremer als ich. Aber das, ja, es ist halt schon besser geworden, auch dank Juli halt, ne? Aber ich mag es halt einfach. Also ich hatte zum Beispiel auch Nebenjobs, dass ich mir meine Klamotten leisten kann, weil ich es halt einfach liebe. Es sind halt Leute, die arbeiten halt für ein schickes Auto oder für ein Riesenhaus und ich habe Klamotten schon immer geliebt, Schuhe, Taschen und das war schon immer so und ich habe Mode schon immer geliebt und habe dann auch darauf gespart und so war das dann halt immer. Es ist jetzt besser geworden auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist einfach so eine Gewohnheit irgendwie. Ich muss euch sogar sagen, dass es, bevor ich den Julian kannte, habe ich halt auch Nebenjobs für meine Mode gehabt. Also ich habe wirklich... Hat sie doch gerade gesagt, oder nicht? Es gibt Menschen, die arbeiten für ein tolles Haus oder für ein schickes Auto und so. Mein Hobby sind einfach Klamotten. Warum wiederholt sie das jetzt? Oder Schuhe oder Taschen oder Schmuck. Und ja... Also es ist schon besser geworden, auf jeden Fall. Es ist halt einfach so, wenn ich so durch die Stadt gehe oder im Internet bin, dann zum Beispiel, wenn ich sage, boah, das könnte voll cool an Julian aussehen, dann bestelle ich das dann halt auch. Ja, aber es ist auf jeden Fall besser geworden. Aber ich glaube, es können nur die Menschen verstehen, die wirklich so eine Liebe zu Klamotten haben, wie zum Beispiel meine Schwester. Meine Schwester ist, glaube ich, sogar noch schlimmer als ich, meine Älteste. Bro, sie hat original das Gleiche gesagt wie in der Story davor. Original. Wow. Das stimmt nicht. Ich habe für meine Markenklamotten oder ich meine, es ist ja nicht nur, dass ich die krassesten Markenklamotten trage. Das Ding ist, wie ihr die Sachen kombiniert, das ist wichtig und dann sehen die Sachen teuer aus. Wenn ihr selber die Sachen... Ich dachte erst so, okay, cool, sie sagt, viel wichtiger ist, wie ihr eure Klamotten kombiniert, damit es gut aussieht. Sie sagt, das Ding ist, es ist wichtig, dass sie die Sachen richtig kombinieren, dann sehen sie erst teuer aus. Dann könnt ihr zum Beispiel die selbstgenähtesten Sachen, klar, wenn ihr jetzt Riesentalent habt, okay, aber ich hatte jetzt zum Beispiel, ich habe ja immer auch voll oft Sachen selber genäht oder ich habe die halt verändert oder so, dann sehen die halt auch teuer aus und so war das immer bei mir. Also ich habe genau die gleichen Klamotten wie vorher und ja, boah, das ist wirklich eine coole Frage. Ich habe wirklich nie an mir selbst gezweifelt, bevor ich Social Media angefangen habe. Niemals, das gab es bei mir nicht. Aber mittlerweile zweifle ich wirklich so an der Menschheit. Warte, das macht auch keinen Sinn. Gibt es Menschen, die leben und noch nie an sich selbst gezweifelt haben? Leben solche Menschen da draußen? Ich bin ein bisschen links, verwirrt gerade. Weil die Aussagen so ein bisschen komisch sind. Also das ist doch normal, dass man mal zweifelt. Und weil alles, was ich sage, wird irgendwie umgedreht. Jeder verbreitet irgendein Gerücht. Und deswegen will ich gar nicht so Fragen beantworten. Ich hätte voll so coole Ideen, zum Beispiel zu Outfit, zu Klamotten oder zum Selbstbewusstsein oder wie ich irgendwie was erlebt habe. Aber das geht nicht hier, das geht einfach nicht, weil alles wird umgedreht und alles wird so ins Negative gezogen. Und das ist so blöd einfach, weil eigentlich könnte man sich immer gegenseitig so helfen. Ist halt echt schade, weil zum Beispiel letztes Mal irgendjemand hat einfach so gesagt, Tanja ist schwanger und dann ging das irgendwo wieder rum. Ich habe keine andere App außer Instagram auf meinem Handy. Und dann ruft mich meine Freundin an und sagt so, ja, und die haben mich angerufen und mich gefragt, ob du schwanger bist und so. Und also so einfach nur, weil irgendjemand ein Video davon gemacht hat. Und deswegen, ich will gar nicht so Fragen beantworten, weil dann wird sofort irgendwie spekuliert. Oder wenn ich so sage, ja, ich will Kinder, oh, Tanja ist schwanger, oh, die machen ein Kind. Nein, aber ich weiß noch nicht wann und es ist nicht in Planung. Nein. So, aber ich liebe Kinder und irgendwann... Das Ding ist... Sie ist ein bisschen, wie sagt man das, also sie fuckt sich drüber ab, dass ihr alle Worte im Mund umgedreht werden. Die Frage ist, warum werden anderen Leuten, die Social Media machen, die in der Öffentlichkeit stehen, nicht alle Worte im Mund umgedreht?
Ja, vielleicht, weil du gerade in einer besonderen Position bist, weil gerade viele Leute dich als Ersatz sehen für eine Person, die vorher deinen Platz hatte. Ja, vielleicht. Aber andererseits liegt es vielleicht auch daran, was aus deinem Mund kommt. Weil es ist schwierig zu sagen, man hat noch nie an sich gezweifelt, weil man gerade ein cooler Social-Media-Star sein will, in Anführungsstrichen, weil man halt jetzt das Girl von einem coolen Social-Media-Typen ist. Und gleichzeitig hat man halt einen der krankesten Filter, die es gibt, auf seinem Gesicht. So, es ist, dann verlierst du halt so ein bisschen die Kredibilität, meiner Meinung nach. Wenn du so eine Story machst und gleichzeitig bist du komplett geschminkt, obwohl du ungeschminkt bist, durch diesen Filter. Und dann, ja, wisst ihr, was ich meine? Das finde ich sehr schwierig, aber man muss auch dazu sagen, sie ist so frisch in dieser ganzen Sache, in diesem Game, dass man es ihr auch nicht mal so übel nehmen kann. Oder dass man ihr das nicht wortwörtlich so... Ich kann ihr die Sachen, die sie sagt, teilweise einfach nicht so wortwörtlich abnehmen. Weil das so, ich denke mir immer so ein bisschen so, ja, okay, du sagst es so. Aber es ist nicht so. Wisst ihr, wie ich meine? Sie widerspricht sich. Ja, in manchen Punkten. Das meine ich aber nicht mal zwingend, dieses Widersprechen. Ich meine mehr so dieses unbewusste Reden. Aber so tun, als wäre es sehr, als wäre man sehr bedacht bei dem, was man gerade sagt. Das meine ich eher. Und dann werde ich es teilen oder auch nicht. Boah, das schreibt ihr jetzt gerade alle und da müsst ihr wirklich zum Julian rübergehen und also auf seine Instagram-Seite und ihm eine Nachricht schreiben, dass er vielleicht das in seinem Podcast macht oder keine Ahnung. Vielleicht kann ich ja bei irgendwie Tipps am Freitag oder so ihn fragen, ob er da mal mitmacht und das einfach mal erklärt. Aber ich glaube, es ist sehr kompliziert, bis man das so versteht und man muss halt immer weiter, ja, man muss halt so Abstriche machen, ne? Ich musste dann natürlich auch... Nein, diese Schuhe brauchst du jetzt nicht, Tanja. Nein, der Julian hat genug Schuhe. So ist es ungefähr. Ja, aber da müsst ihr wirklich den Gott fragen, den Julian. Also mein Geburtstag war immer im Trainingslager. Wir waren, mein Geburtstag ist der 4.4. und das war irgendwie immer in den Osterferien. Und deswegen waren wir da immer im Trainingslager und gefeiert habe ich meinen Geburtstag nie. Also ich bin nie irgendwie... eine Party oder so gefeiert. Also ich war immer mit meiner Familie dann, haben den Kuchen gegessen und so weiter. Aber das war es dann auch. Ich weiß nicht, also das ist für mich nichts Wichtiges. Also ich bin jetzt nicht so eine, die dann mit so einem Krönchen rumläuft und so an meinem Geburtstag. Ich weiß nicht, es war schon immer so. Wahrscheinlich, weil ich halt wirklich immer im Trainingslager war. Das ist zum Beispiel jetzt auch, also ich will nicht Sachen jetzt auseinanderpflücken oder auseinanderanalysieren, ne? Aber zu sagen, darauf einzugehen, ja, ich habe meinen Geburtstag nie wirklich gefeiert, weil ich war im Trainingslager, was auch immer für ein Trainingslager, wahrscheinlich hat sie irgendeine Sportart gemacht oder macht irgendeine. Das ist war aber gar nicht die Frage, sondern es war die Frage, welchen fandest du am schönsten, so vom Ding her. Dann geht sie aber viel mehr darauf ein, zu zeigen, ja, ich bin nicht so die Prinzessin, ich muss nicht an meinem Geburtstag mit einem Krönchen auf dem Kopf rumlaufen. Aber das war nicht die Frage. Warum musst du das so betonen? Weil sie gerade etwas wahrscheinlich kompensieren will, und zwar das Bild von den außenstehenden Leuten, wie sie sie sehen oder wie sie denkt, dass Leute sie sehen. Und das ist schwierig, das ist nicht cool, die tut mir da in dem Punkt ein bisschen leid. Also auch wenn man das jetzt nicht auf diese Frage komplett versteifen kann, aber es wirkt schon so nach außen, um ehrlich zu sein. Es wirkt schon so nach außen. Sie versucht immer gut dazustehen. Genauso, das ist eigentlich ein guter, das trifft es ganz gut. Sie versucht nichts falsch zu machen. So mäßig. Ich würde dir gerne helfen, aber ich würde sagen, also ich weiß, dass viele das über eBay Kleinanzeigen machen oder IKEA. Also ich habe halt immer meine Sachen bei IKEA gekauft. Aber jetzt bin ich stinkereich und IKEA und Kleinanzeigen gibt's halt nicht mehr. Nicht ganz. Also so habe ich das gemacht in meiner alten Wohnung. Ja, das war's. Tanja, Julian soll ihr mal mehr Tipps zu Social Media geben. Ich glaube, manche Sachen muss man einfach mit der Zeit lernen. Ich glaube, wenn mir jetzt jemand oder früher jemand gesagt hätte, Social Media verhalte ich so und so und so und so. Ich glaube, ich hätte mir gedacht, ja, okay, aber ich hätte es nicht so ernst genommen, weil ich glaube, du willst so ein bisschen mehr deine eigenen Erfahrungen machen, was das Ganze angeht. Ich glaube, sie ist Europameisterin im Schwimmen. Das ist sie beim Schwimmen. Hier steht sie bestimmt auch irgendwo. Da steht sie. Krass, war sie wahrscheinlich echt eine starke Schwimmerin. Nicht schlechter Specht. Das war's aber auch schon wieder mit der Reaktion. Toll. Oh.
got a lot to do.